Today's gonna be the day that they're gonna give it back to you. Wow, aufgeräumt bist du auch schon. Tja. Tut mir leid, das hat jetzt doch alles ein bisschen länger gedauert. Das ist okay, ich meine, das bisschen Arbeit. Danke. Danke. Ich bin jetzt übrigens auch fast durch mit dem ganzen Umzugskram. Schön. Magst du noch einen Absacker? Nein. Alles klar bei dir? Nichts ist klar. Ich habe einen Riesenfehler gemacht. Was ist denn passiert? Cecile, da bist du ja endlich. Ich wollte gerade losfahren, um zu sehen, wo du abgeblieben bist. Jetzt bin ich ja da. Du, ich habe mir Sorgen gemacht. Das wäre nicht nötig gewesen. Aber ich bitte dich, Cecile, vor wenigen Monaten erst ist Carla entführt worden und ich... Ich war nur bei Isabel. Was, die ganze Zeit? Ja, sie bereitet ihren Umzug nach Mailand vor. Da habe ich ihr im No Limits geholfen. Ja, und unsere Verabredung, hast du die vergessen? Ja, nein, ich... Ja, aber warum hast du mich denn nicht angerufen? Ich habe hier gesessen wie auf Kohlen. Sei mir nicht böse, aber ich bin todmüde. Kellnern ist ganz schön anstrengend. Ja, das glaube ich dir gern. Ich gehe ins Bett. Eigentlich muss ich mich ja bei dir bedanken. Na, für das spontane Asyl. Ist egal, ist ja nicht das erste Mal. Ich wäre gestern wirklich ungern zurück nach Königsbrunn gefahren. Ja, nur irgendwann musst du zurück aufs Schloss. Zu Cecile und meinem Vater. Ich bin so ein Idiot. Für den Kuss dürfte ja wohl beide ein schlechtes Gewissen haben. Na wunderbar. Ich hoffe, jetzt ist dir wenigstens klar, dass du dir die ganze Zeit was vorgemacht hast. Inwiefern? Naja, neulich sagtest du noch, du könntest Cecils Nähe ertragen, richtig? Ja und? Und du könntest es ertragen, dass sie für dich unerreichbar bleibt. Im Prinzip hat sich daran noch nichts geändert. Ja, im Prinzip. Was kommt denn als nächstes, also nach dem Küssen, hm? Nichts. Sicher? Ich bin mir mit gar nichts mehr sicher. Dann solltest du was unternehmen. Ich weiß. Das ist zu wenig. Also eins ist jedenfalls mal klar. Ich werde meinem Vater nicht die Frau ausspannen. Kein Appetit? Nicht so viel. Liegt das vielleicht daran, dass ich letzte Nacht gewagt habe, mir Sorgen um dich zu machen? Ich nehme mir einmal die Freiheit raus, meine Freundin zu treffen. Und du machst so einen Aufstand! Ich bitte um Entschuldigung, wenn das so bei dir angekommen ist. Ich habe mehrmals versucht, dich auf deinem Handy zu erreichen. Da werde ich mir wohl Gedanken machen dürfen. Schon gut. Wieso bist du nicht rangegangen? Dann wäre doch alles in Ordnung gewesen. Beziehungsweise, warum hast du nicht angerufen? Bin ich dir etwa Rechenschaft schuldig? Ja! Wenn man eine Verabredung hat und sie aus welchen Gründen auch immer nicht einhält, dann ist es doch wohl das Mindeste, dem anderen abzusagen, oder? Morgen. Morgen. Ich lasse mich von dir nicht wie ein Kleinkind behandeln. Ja, du benimmst dich aber gerade so. Soll ich mich hier etwa an- und abmelden? Hi, Cecile. Habt ihr beide Stress miteinander? Nö, aber vielleicht sie und Johannes. Hm, so ein bisschen Zoff bringt auch Pfeffer in die Ehe. Ah, ist das dein Geheimrezept, ja? Ja. Hast du dich wieder beruhigt? Cecile. Alles okay.
Cecile, es tut mir leid, wenn ich vorhin etwas gereizt gewesen bin. Ich kann verstehen, dass du dir Sorgen gemacht hast. Ich hätte mich gestern bei dir melden sollen. Das war blöd von mir. Es geht mir nicht darum, dass ich recht habe. Doch, hast du aber. Ich wollte meinen Fehler nur nicht gleich einsehen und habe deshalb wohl ein bisschen überreagiert. Ja. Vergessen wir das Ganze einfach. Oder? Ja. Schön, dass wir das geklärt haben. Es wäre auch zu dumm gewesen, sich weiter wegen einer solchen Geschichte zu streiten, oder? Ja. Musst du noch mal los? Ja, ich muss noch mal kurz in die Holding. Dann sehen wir uns heute Abend? Ja, wenn du nicht wieder kellnern musst. Nein, auf keinen Fall. Bis später. Ich freue mich. Ich mich auch. Dafür. Der nicht, aber ich kann ja wohl schlecht mich selbst verprügeln. Jetzt streitest du auch noch mit Vater. Deswegen will ich mit dir reden. Unser Kuss gestern. Ich weiß. Ich habe mich dumm verhalten. Leonard. Hör zu, es war nur ein Kuss. Und es wird dabei bleiben, das verspreche ich dir. Ich habe das nie gewollt, mich immer dagegen gewehrt. Genau deshalb. Ich hätte mich besser kontrollieren müssen. Das meine ich gar nicht. Was meinst du dann? Ich habe mich in dich verliebt.